das kleine Segelflugzeug fliegt. War ja auch immer ein Traum von Gorski, das eigene kleine Flugzeug. Schweineteuer, die Scheiße. Ich hätte auch immer wieder Lust, auch auf RP wieder. Ich hab die Zeit nicht. Das ist echt. Ich bin froh, wenn ich unsere zweimal die Woche Zockentermine hinkriege. Wuhu! Aber Mann, wir müssen später nochmal gucken, ob es jetzt die richtigen Tickets schon gibt für Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? Dieser Cabby macht gerade momentan ständig Videos mit den Jungs. Also dieser Typ, der immer diese schlechten Lifehacks verarscht, indem er immer aufzeigt, wie es normalerweise gemacht wird. Ja? Dieser Schwarze. Das coole Typ. Und der grad, ja, macht gerade ständig Videos mit Will Smith und Martin Lawrence, wie die irgendwie versucht, keine Ahnung, eine Tür aufzubrechen. Und der kommt dann da und schließt ihnen dann die Tür auf. Das ist so witzig. Ja, wir haben witzigerweise am Wochenende den dritten Bad Boys gesehen, nachdem mir eingefallen ist, ich habe voll Lust auf den vierten und habe den dritten komplett gar nicht gesehen. Oh! So, ich hatte wohl die ganze Zeit gesehen, hat irgendwie gar nicht geguckt. Der ist schon witzig. Ja, war mir schön. War genau, was man erwartet hat. Ja, ja. Einfach blöde Sprüche von vorne bis hinten und sinnlose Action und Gewalt. Die haben und in keiner Szene auch nur eine Waffe nachgeladen, weißt du was? Und das, da finde ich halt das Schöne im Vergleich so zu den anderen, ich sag mal, so der vierte Indiana Jones oder die, gerade so der fünfte stirbt langsam, wo du so diese alter Mann Midlife-Crisis-Thematik hast, nur die haben es bei Bad Boys halt richtig eingebaut. Da macht's halt Spaß zu sehen. Und es ist nicht so dieses alter Mann Mitleids-Ding, sondern die machen da eine witzige Nummer draus. Bist du hier für die Explosion verantwortlich? Vielleicht bin ich gleich tot. Ich liege tot auf einem Jet. Ja, weil ich vorhin sehe, überall Jets explodieren, irgendwelche Sachen runterfallen und habe aber dann eine Bruchlandung gemacht, deswegen nicht mehr viel mitgekriegt. Netterweise, da ich ja zu dir gehöre, spawne ich wieder auf dem Military ohne Sterne. Das ist wegen der Mitarbeiterausweis. Noch ein bisschen Flieger kaputt. Ich hab gebremst. Dann frage ich mich, wie der aussehen würde, wenn du nicht gebremst hättest. Das sieht so aus, weil ich gebremst habe. Ich habe mir gedacht, eine gute Möglichkeit, ihn zum Halten zu bringen, ist, ihn Kopf über die Erde zu stecken. Und es hat brillant funktioniert. Er steht wieder eins. Manchmal muss man einfach vom Fach sein. Ist, ja. So, dann starten wir schnell in die nächste Mission. Weil früher konnte man die Avenger nur haben, wenn man diesen Bunker gekauft hat. Und das war ja das eine Ding, was nur Timo hatte. Und die Mission haben wir ja nie gemacht, diese Endzeit-Mission. Deswegen habe ich mir die nie geholt. Aber inzwischen kannst du die halt auch einfach so machen, weil die für ein anderes DLC oder für ein anderes Missions-Story-Ding auch noch verwendet wird. Wenn du den Bunker nicht brauchst. So, verkaufen. Schmuck und Edelsteine. Weißt du was, wir machen einfach alles. So. Ja. Mehrere Personen nötig, ja, per Land, komm. Jetzt gucken wir mal, jetzt sind bestimmt 12 Fahrzeuge. Alright, let's sell some of Ayo, jetzt sind es 3 Fahrzeuge. Was ist das weniger wert als eh? Was sind das für coole Autos? Wir schicken die Fracht mit Mini-Autos weg. Das ist ja jeder putzig. Jeder hat so eine Kiste in der Tasche. Wo ist denn jetzt Abmach? Oh nee! Scheiße. Wir haben kein Abmach. Wir müssen nicht City. Okay, wir düsen mit unseren beiden los. Nicht umfahren! Ich wollte ihn nicht umfahren. Wir düsen mit unseren beiden los und im Notfall. Ach so. Rücke, um die Fracht abzunehmen, wenn er markiert ist. Ich hätte ihm jetzt ein Stück. Ah, ja. Also. Schnapp dir dein Mini-Auto, Adma. Mein Mini-Auto? Es ist markiert vorm Hangar. Ja, in unsere Richtung. Ja, gute Richtung. Dahin, da steht ein kleines rotes Auto. Also? Das nimmst du und damit. Fracht ablesen. Fährst du taubentot?
Den Panzer hier? Nein, 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 nicht den Panzer! Der ist weder klein noch rot! Also wir liefern die ja, irgendwie 100k aus, sondern wieder 350. Also. War das Lager jetzt leer. Also dieselbe Summe, nur diesmal haben wir keine LKW. Vorsicht, auf der Brücke steht ein Soldat. Recht gut, dass ihr den überlaufen könnt. Ein Gegner zu sehen bisher? Nö, nur der, der auf der Brücke steht, der echt ziemlich der doof steht. Der hat sich also gedacht, kleiner Twist. Das ist ein Prinzip mit Euro. Weil dieser Überrollkäfig drumherum. Stimmt. Klar, der weiß, wie ich fahre. Jo. Deswegen ist die Fracht innen auch verzurrt. Ladungssicherung. Was machst du auf der Wiese? Haben die Kurve nicht gekriegt. Könnte nicht, ob ich werfen einfahre. Nachdem ich aus der Sichtwerfen eingefahren bin. Boah! Das macht doch Schaden, was an die Liebe. Nee! Nee! Nee. Cool! Da wollte ich mit dir knocken. Na, verstehe. Da hast du dich ganz kaputt gemacht und ich dachte mir, die haben ja mit Absicht überrollt. Da wollte ich mir wenigstens einen kleinen Spaß, wollte ich mir erlauben. Da gibt es Schaden oder was? Ja, die kriegen schon Schaden, aber der Schaden macht nichts für die Liebe. Ja. Fuck, man, Mann, ihn. Ich bin immer hinter mir gegen die Wand gefahren. Nicht gegen die Wand. Mir hat das Licht vom Auto nicht gefallen, da habe ich eine Laterne mitgenommen. Also. Ist ungefähr die Idee jetzt besser. Den. Den habe ich nicht gesehen, der hat sich zu gut getan. Das sind so diese Unfälle, die spektakulär aussehen, aber du hörst einfach nur so. Puff! Hä? Das sind zwei Plastiker und du kommst dann mal krass in der Gruppe. So richtig, der hat sich richtig schickert. Aber du fährst eine Scheiße. Ich will dem Atmer die Chance geben, ein bisschen aufzuholen. Ja, hast du gerade. Ich zähl mir bei der Kurve vorbei. 2,7 Kilometer, also fahr ein bisschen. Ja, ich hab 1,7. Das ist ja einer weniger. Das ist richtig. Aber ich wusste gar nicht, dass du eine Professur in Mathe abgibst. Herr Doktor, wie kommst du auf das Ergebnis? Schade, der Trabi hier hat eine ganz normale Hupe. Ich dachte, ich habe irgendwas Lustiges verbaut. So lange Kukaracha wäre schön. Alter, geht die Karre ab auf der langen Geraden. Nicht, wenn du links abbiegen hast. Dann geht die Karre immer noch ab, aber in eine andere Richtung. Da bin ich auch nochmal. Jetzt habe ich noch keine Anzeige mehr. Oh. Nicht so viel. Hoffentlich sind das nicht mehrere Abgabeorte oder so. Nee, ich muss auch hier hin. Ja, bringe die Fracht zum Essen. Es sind 10 Übergaben. Es sind 10 Übergabeorte. Oh shit. Gemein. Schade, dass nicht alle gleichzeitig da sind. So, wir müssen alle zum selben. Wahrscheinlich können wir alle, theoretisch könnte wahrscheinlich einer alle abfahren, ne? Achtung, das wär's jetzt. Ihr habt jetzt auch den nächsten Übergabeort? Ja. Ja, wahrscheinlich am Ende kann jeder zu jedem fahren, weißt du? Ja. Mann, fahr du mal zu dem. Und dann? Jetzt soll ich Fracht abgeben. Mal gucken, wie ich da jetzt hinkomme. Ja, wenn jeder immer denselben kriegt, aber wenn alle auf einmal angezeigt werden können, könnte man sie wenigstens zeitgleich abfahren. Aber also, so, ja. Nö, ist aber gar kein Mehrwert, dass wir alle fahren. Ja. Na doch, wir fahren gemeinsam spazieren, das ist doch schön. Ja. Ja, jetzt noch der nächste Punkt. Wir nehmen jetzt alle hier irgendwo da. Das, was da kugelt, bin ich. Da hat mir Aua gemacht. Gott. Ich mach nie wieder so einen Schuh aus wie mir. Aber auf dem Dach ist der Lack echt noch gut. Dank Überrollkäfig. Der überfahrene Typ da, der geht auf mich los. Ich hab den vielleicht aus Versehen angeschuckert. Also.
Hopp! Okay, geht's gar nicht lang. Das ist auch witzig. Kann man jetzt so ein bisschen Wettrennen machen, wer zuerst den Weg zum Ziel findet, kann man abliefern. Ich bin im Parkhaus gelandet. Ich bin's nicht. Ich wollte, ich bin im Parkhaus. Ich weiß nicht, warum ich in dem Parkhaus bin, aber ich weiß, dass ich in dem Parkhaus bin. So richtig eine falsche Entscheidung im Leben getroffen einfach. Ah, verdammt! Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir! Ha! Ja! Edge! Ja, jetzt stehe ich hier natürlich ganz doof. Ja, hier sind aber leider. Ja, da bin ich. Ja. Gut aufhaltbar. Und Gas. Durchdrücken und rum. Ja, super. Was sind die jetzt? Tatrottel. Nein! Edge! Ja. Hab schon abgeliefert! Ihr steht falsch rum! So ist er viel besser als ich das. Ja, da hab ich doch gerade was abgeliefert. Ich hab schon Edge! Ja, jetzt aber da hinten fallen lassen jetzt. Ja, den jetzt krieg ich nicht mehr. Da bin ich jetzt zu sehr nah. Ja, weiß ich nicht, ich find's wieder nicht. Das ist da unten, wie komm ich da hin? Durch, ihr Amateure! Jetzt hab ich bei Italian Job gesehen, einfach die Treppe runterfahren, das sind die Minis. Egal, ich hatte 5 Stück, haha! Danke! Gerne! Ich hab's noch, ich hab's noch! Hä? Ist doch fertig, achso. Tschüss! Wie groß ist das Gebiet, ey? Ja! Ah ne, da hinten, ich wollte meine Umfrage. 35.000. Habt ihr 35 gekriegt? Mhm. Nice, dann kriegt ihr 10%. Mhm. Und jetzt kommt direkt die Werbung, besuche Warstock. Genau das tun wir jetzt. So! Avenger! Klick! Ne, Standardfarbe, kein Unlicht, Geschütztürme. Geben Sie Ihren Passagieren mit diesen ferngesteuerten Geschützen was Sinnvolles zu tun. Denn es gibt keine höfliche Art, Danke fürs Mitnehmen zu sagen, als mit gut gezielten Raketenbeschuss. Sehr gut, den wollen wir. Was kostet so eine Waffe selbst, theoretisch? Weißt du was, die Waffenwerkstatt für eine 250.000, die nehmen wir einfach mit. Ja, was soll's. Nur das Operationsterminal für 1,5 Millionen, das kommt dann irgendwann mal. So. Ich habe 4.686.000 und ich brauche 4.650.000. Kaufen. Oh mein Gott. Ihre neue Avenger ist jetzt verfügbar. Die wurde in der Nähe geparkt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, da ist sie. Wo ist sie? Haben die jetzt hier drauf gestellt? Also nicht den hier ernst. Wie frech.
da ist eine Treppe. Begib dich an das Heck des Flugzeuges. Ein Schelm. Ist ja ein wundervoller Landeplatz. Wow. Oh mein Gott! Bitches! Leute, kommt hier! Wir fliegen! Die kleinen Klappermäuschens! Wo seid ihr denn alle? Weg! Na toll! Ja, du hast doch jetzt einen tollen Senkrechtstarter, du kannst es ja abholen. Ja, aber der liegt hier richtig geil. Der ist in einem von diesen riesigen Tanks unten abgestellt. Das sieht schon richtig geil aus. Da starte ich jetzt gleich raus. Wer macht das? Hilf ihm zu gewinnen, warum sollte ich das tun? So, jetzt steige ich erstmal hinten in meine Avenger ein und guck mich mal ein bisschen um. Okay, hier steht dann in Zukunft der Popobuster. Ah, das ist hier die Werkbank. Ja, die hat sich ja richtig gelohnt, die ganzen Waffen, die es da gibt, habe ich schon. Ne. Super, gut investierte Viertelmillion. Das sind die Geschützsteuerungen hier, sehe ich das richtig? Ah, um Geschützturm zu benutzen. Geht das jetzt auch, wenn die am Boden ist? Du benutzt das Frontgeschütz, ja? Offensichtlich geht's. Wo kommt man denn da jetzt hin? Da kommt man gar nicht hin, ne? Doch, da gibt's außenrum so eine Treppe, so eine Wendeltreppe, die führt da hoch. Okay, hier ist eine Wardrobe. Ah, Cockpit betreten. Bist du da, Atmer? Fast. Ja, dann warte ich mit abheben. Ich komm hier nicht durch. Doch jetzt. Oh Gott. Ah, es geht hoch, um runter zu gehen. Was hinten am Popo einsteigen? Achso, ich dachte, das wäre so ein Flugzeug. Wie ist ein Flugzeug? Säckrig, ich kann die Rotoren umdrehen in der Luft. Achso? Ich dachte, das wäre so ein Düsenjet. So ein Hydra. Bist du drin? Mhm. Wie schalte ich da jetzt? Ich hätte da steigt er. Da sehe ich ihn. Ach, da. Jetzt. Schmiert er am Horizont ab. Da geht er wieder hoch. Regelgang an. Wo bist du denn mal denn? Auf dem Thermische. Welchen? Thermische? Thermische am Strand. Jetzt fliegst du gleich an mir vorbei. Na, jetzt. Jetzt hast du eine Der schießt mit Raketen auf mich, der Dreckigen. Alter! Ich stehe hier! Die Menschen schreien und rennen davon! Teil. Jetzt lost es heute mal. Na, da steht. Ja, Herrschaft selten. Was ein aggressiver Typ. Das ist das groß, wenn das auf dem Dach landet. Ich hab versucht, das auf dem Dach zu landen, aber es ist zu fett. Du bist doch zu klein. Nee, das sind da Antennen und die sind nicht abbrechbar. Deswegen machen die da Widerstand.